Jetzt viel Spaß bei Super Smash Bros. Brawl. Also, willkommen zu News. Falsche Ansage. Zu Super Mal. Nein, auch falsch. Super Smash Bros. Brawl. So, jetzt. Ja, genau. Was machen die auch immer den gleichen Namen? Ja, Super und Bros und. Ja. Also, wir sind hier jetzt im Singleplayer, dem Subraum Emissär, wo gerade Diddy Kong versucht, nach Donkey Kong ist, entführt wurde. Und dabei trifft er Rayquaza, der nicht gerade freundlich gesinnt ist. Und Diddy Kong ist richtig schön in die Mangel genommen. Also jeder der Spielfiguren hat eine eigene kleine Geschichte, die in seiner Kampagne erzählt wird. Ja. Und dabei trifft er auf die anderen Charaktere. Und nach treffen sich alle und bashen halt ab am Ende die ganzen Bösen weg. So wie es halt immer ist. Sehr episch. Ja. Was man auch sagen muss, was ist, im Gegensatz für die Wii-Verhältnis ist eigentlich ganz gut grafisch. Ja. Also ich finde es bis jetzt einer der besten grafischen Teile des jetzt gut. Ja, so finde ich auch. Jetzt sehen wir hier den Endgegner im Schnelldurchlauf. Ja, kämpft gerade gegen Rayquaza. Der ist eigentlich, wenn man weiß, wie er handelt, ist eigentlich ganz einfach, aber man soll immer aufpassen, wie diese komischen Blitze, die da runterkauen, die können machen ziemlich viel Schaden. Ich kann auch gleich was zum Schadensmodell sagen. Wer das Smash Bros. kennt ja das Prozententeil. Es ist nicht so wie, keine Ahnung, bei Street Fighter, dass es eine Lebensleiste ist und wenn sie enden, dann bist du tot. Sondern hier ist halt im Prozenten. Je höher die Prozentanzahl ist, desto leichter kann man von der Stage gefegt werden. Und dann so stirbt man dann. Ja. Und was war das jetzt gerade? Das war so ein Fotomodus, also ein Pausemodus. Ja, Pause, dann kann man entscheiden, ob man mit Diddy Kong anfängt oder mit Fox. Weil wenn es. Das ist ja die Reihenfolge, wenn du nur spielen willst. Zum Beispiel jetzt, wenn Diddy Kong stirbt, was mir ziemlich sicher ist, was ist auch 100% passiert, dann wechseln wir zu Fox. Ja. Also Fox da spielt. Sehen wir auch links mittig die Leiste. Da sehen wir zwei von den Super Smash Bros. Symbolen und einmal einen Fox-Kopf. Dass, wenn die zwei Symbole aufgebraucht sind, wechselt man zu Fox. Hier hat man Nein. Natürlich. Nein. Wenn man stirbt, dann wechselt man zum Fox und die beiden Smash Bros. Symbole, die sind dann halt dafür, also das heißt, soll man sagen, als Platzhalter danach sind nach wieder Diddy Kong und dann wieder Fox kommt. Anstatt also jetzt extra die Köpfe da nochmal reinzumachen. Achso, das hätten sie aber trotzdem machen können. Ja. Kann ich man alles sieht sagen. Auch hier gleich die ganzen Gegner von den verschiedenen Spielen, wie Mario und. Ja, die Goombas. Dann auch wieder neue Gegner, diese komischen Vögel. Natürlich, da Paracoopers, die sind rot, diesmal keine Farbenvertauschung. Ja. Hammerbruder. Und. Naja. Und ab geht's. Dunkel, dunkel, dunkel. Wasch. Und die komischen Kisten, das sind meistens die Tem-Teile drin. Zum Beispiel Herzcontainer von Link, wo den ganzen Schaden regeneriert. Oder. Ein Laserschwert. Hammer. Hammer. Der von Donkey Kong kommt. Also ziemlich alles, was im Spiel vorkommt, ja, also wird irgendwo vom Nintendo-Universum ausgenommen. Auch Pokébälle gibt es, wo dann verschiedene Pokémon rauskommen. Wie Relaxo, Glurak. Und Glurak kann man spielen. Glurak. In früheren Teilen konnte man genug beschwören, aber ja. Jetzt kann man ihn spielen. Wie viele Charaktere gibt es jetzt ungefähr? Ungefähr, ohne die verschiedenen Verwandlungen, so gesagt, ungefähr 35, glaube ich, sind das. Also das ist ja, schon ganz ja, ordentlich. Pokémon Trainer hat ja halt Shigi, bis er Knosp und Glurak sind halt wieder drei. Ja, klar. Genauso mit Zero Suit Samus und Normal Samus ja. Im Anzug. Oder Zelda und Sheik. Die eigentlich. Und hier sieht man mal einen der neuen speziellen Items, die nur in Story verfügbar sind, die Namen fallen, die Teile heißen. Na, das sind eigentlich
Genau, die Trophäensockel war das. Die kann man dann auf die Gegner werfen, um sie dann als Trophäe einzusackeln. Dann kann man sich halt dann im Trophäenmenü anschauen. Also Leute, die gerne solche Sachen sammeln, die haben da wirklich, brauchen da ewig, um wirklich alle Trophäen einzusammeln. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung, 40 Stunden gebraucht, um fast alle zu kriegen. Mir fehlen immer noch welche. Naja, Langzeitmotivation. Ja, für die, die das wirklich interessiert. Genauso ja. Mit den Stickern, dass man die auch da drin hat. Ja, angeordnet in einem Stickerbuch, wo man auch umordnen kann. Ist eine schöne Sache. Und jetzt sehen wir hier den Endgegner, Bowser. Und zwar nicht nur irgendein Bowser, sondern einen ziemlich dunklen, bösen Bowser. Ja. Da oben sehen wir die Laserpistole. Laserknarre. Wie auch immer. Ja, das gleiche. Und gleich mal weggeworfen. Ah ja. Unter aller Sau. Das bringt mehr, wenn man sie wirft. Ich würde dann sagen, die Steuerung und so erklärt man dann im Multiplayer-Teil. Nein! Jetzt habe ich mich selbst umgebracht. Tja, das ist bitter. Diddy Kong. Also wir werden auf jeden Fall noch einen Multiplayer machen, wo wir dann zu viert zocken. Und da hast du dich gerade schön selbst gekillt. Tja. Shit happens. Richtig. Ein schwarzer Bildschirm. Und wenn man stirbt, sieht man ja jetzt, Bowser braucht jetzt nur eine Trophäe. Aber. Tja. Das passiert normalerweise nicht. Weil es war, wie wir es gleich sehen, nicht Bowser. Der echte, sondern da ist er. Mit seinem Trophäenkanone. Wenn er uns trifft, dann Trophäen verwandeln werden. Und dann handlungsunfähig werden. Naja. So, das war's auch schon wieder von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier sehen wir noch die Stage und kurz die Weltkarte. Bis auf dann. So, das war's auch schon wieder von G-Song und mit Super Smash Bros. Brawl. Das Spiel hat definitiv Hit-Charakter und vor allem im Multiplayer macht es einen Heidenspaß, wenn man mit Freunden zusammenzockt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sich. Bis auf dann.